deberán estar apagados y asegurados. Recuerden que en caso de... Willkommen in Spanien. Wir haben es geschafft und wir haben unser Mietauto gefunden und jetzt geht's ins Hotel zum Registrieren und es war wirklich alles super easy, hat super geklappt. Ich bin sehr erleichtert und ich denke, jetzt kann es wirklich richtig losgehen und nichts mehr kann dazwischen kommen. So, es gibt Mahlzeit Nummer 3 für heute. Reiswaffel und Indienaufschnitt. Wir machen heute 170 Gramm Carbs. Gestern gab es ja die 200. Ich habe heute aber irgendwie mega Hunger. Ich glaube, es liegt daran, dass ich weniger getrunken habe, weil es ja auf Reisen irgendwie ein bisschen schwieriger ist, super viel zu trinken. Deswegen freue ich mich auf mein Meal. Leute, wir haben es geschafft. Wir sind im Hotel und ich kann es noch nicht glauben. Das Wichtigste habe ich erstmal auch gecheckt und zwar, ob es eine Minibar gibt. Und die gibt es zum Glück. Sonne scheint. Jan startet morgen schon und wir malen sie gerade schon an. Jetzt ist gerade hier Athletentreffen. Danke. Oh, das kann natürlich sein. Weil da liegt die ja so drin. Nicht oben drüber? Ja. Okay. Und dann die danach wieder, das ist alles weg. Ja, und dass man erstmal, dass man es nachdunkeln lässt und dann morgen nur oben drüber nochmal geht. Ja. Dass man nur mit Fisch macht. Appreciate Clients. Bevor wir zur Registrierung gehen, müssen wir erstmal eine Runde einkaufen, ein bisschen Wasser aufstocken. Und der Supermarkt ist hier eigentlich ganz cool, den haben wir fußläufig jetzt innerhalb von 5 Minuten erreicht und sind bestens versorgt. So extra, but I know I'm the same, yeah. Love me in spite of my trauma. Give me what I need instead of the drama. Cause when it pop off, it's like, oh my. All good all day, but the night time. We be going so hard on the flip side. So tell me what we on a day, babe. I could keep that same energy. When you go low, I go low too. But you'd rather stay high, I know. Can we stay happy? I'd rather be on that way. Tryna control our emotions. If we on a rise out of passion, we could share love in the ocean. But if you wanna go insane, either way, baby, we could go all night. We could do it all night. We could go all night. Do we heal, do we bleed? I'ma follow your lead, but we could go all night. Now all of my calls go to voicemail. I block you so I don't raise hell. Should've talked through it in detail. Our separate ways ain't gon' end well. It is the next day und wir sind jetzt endlich bei der Veranstaltung. Die Jan startet heute schon in der Wellnessklasse sowie die Masterathleten von uns. Und es geht los, Leute! Schön, beziehungsweise die Bühne ist richtig, richtig schön und ich freue mich richtig doll da drauf zu stehen. Es ist einfach so unglaublich, wenn man sich die Bühne anschaut und ja, sich versteht da dann in 2 Tagen draufstehen zu dürfen. Auf jeden Fall bin ich jetzt erstmal mega gespannt, wie Jan abschneiden wird, beziehungsweise wie ihre Präsentation sein wird. Sie ist gleich dran und es wird locker richtig gut sein. Thank you.
Ganzkörper. Fühlt sich gut an, ist ein bisschen unwohl mit den Masken. Aber es ist cool, mal wieder in einem Gym zu trainieren. Vor allem mit ein paar anderen Leuten. Jetzt gerade meine letzte Mahlzeit, wir waren gerade noch spazieren und ich glaube, man sieht mir an, dass ich extrem fertig bin. Ich weiß auch nicht, der Schlafmangel hat mich so ein bisschen gehittet. Ich habe auf jeden Fall ziemlich Hunger und es gibt jetzt Reis von Fit Taste. Habe ich euch ja gezeigt, das ist einfach mega nice, das ist ein bisschen klumpig, aber ich werde es jetzt hier ein bisschen zerkleinern. Dazu mache ich mir 100 Gramm Thunfisch und dann gibt es noch Mandelmus on top und ehrlich gesagt ist das einfach gerade Heaven für mich und mega lecker und ich freue mich sogar richtig da drauf. Gleichzeitig ein bisschen Tee dazu und dann werde ich schlafen gehen und dann heißt es morgen auch schon One Day Out und morgen machen wir Farbe, morgen bekomme ich auch schon Make-up, das erzähle ich morgen nochmal ein bisschen was dazu, wie das ablaufen wird, das wird ein bisschen spannend, denke ich. Auf jeden Fall werde ich, glaube ich, heute hoffentlich gut schlafen und bin Daddy sehr, sehr dankbar. Daddy, zeig dich mal. Bin Daddy sehr, sehr dankbar, dass er das Ganze mit mir macht. Das ist eine sehr, sehr gute Hilfe und ja, gute Nacht, bis morgen. Das sieht, ich weiß, nicht so lecker aus, aber es ist der absolute Hammer, weil Mandelmus macht alles geil und Thunfisch und Reis ist für mich auch gerade richtig, richtig lecker. Also, I enjoy. Guten Morgen, wir sind einen Tag vor dem Wettkampf, heute ist Samstag und ich habe jetzt besser geschlafen, ich bin ganz gut ausgeschlafen und hoffentlich fit. Mein Gewicht war heute bei 55,0, das heißt all time low.
seit dieser Vorbereitung. Wir machen jetzt einen Formcheck und ich schicke die Bilder an Marie und dann mal schauen, wie viele Carbs ich heute bekomme. Ich bin guter Dinge, dass das heute nochmal gut geladen wird und freue mich natürlich auf viel Essen. Ich freue mich aber natürlich noch mehr auf den Wettkampf und auf die Farbe später und auf ein Training. Also über die Form brauchst du dir keine Gedanken machen. Ja, was sagt denn die Marie? Ja, die ist zufrieden. Oh, wenn ein bisschen von der Härte rausgehen würde, könnte nicht schaden. Okay. Schon ein Post-Workout-Meal und zwar Cream of Rice, 70 Gramm mit Fit Taste Chicken und Ketchup. Lecky, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich habe gerade schon die Nachricht bekommen, dass ich heute 240 Gramm Carbs essen kann und das ist mega viel. Das heißt, heute wird gut gegessen, darüber freue ich mich auf jeden Fall. Danach geht's unter die Dusche und dann machen wir schon die erste Schichtfarbe. Papa schüttet die Farbe rein. Wer ist eigentlich Elvin Krämer? Der ist das bestimmt mehr gemerkt. Ich bin auch weiß. Das wird sich jetzt ändern. Der Geruch der Farbe kommt auf. Oder Papa? Total. Erinnerst du dich? Ich erinnere mich, dunkel. Dunkel, haha. Dunkel. Zum Glück ist diesmal nicht so kalt, weil immer, wenn man in Deutschland Wettkämpfe hat, vor allem im Winter, dann friert man sich immer den Arsch, weil die Farbe immer so schön kühl ist. Und dann muss man trocknen und man darf sich nicht anziehen, dann ist es arschkalt. Aber hier scheint die Sonne. So, die erste Schicht ist drauf, ihr könnt es schon erahnen. Und jetzt lasse ich das erstmal trocknen, kann ich mich natürlich nicht anziehen. Und der Geruch ist unbelievable. Es kommen die ganzen Feelings hoch. Das ist der Moment, auf den ich so lange gewartet habe. Und das fühlt sich unglaublich toll an. Und jetzt gibt es erstmal meine nächste Mahlzeit, denn ich habe schon Hunger.
Same situation. 3,5 Stunden später. 2. Schicht später. Ich mache mir gerade meine letzte Mahlzeit. Stehe nackt im Raum und esse diese jetzt im Stehen. Aber erstmal muss noch mein Ketchup auf meinen Thunfisch auf meiner Cream of Rice. Das ist der hier. Den gibt es auch in Deutschland, aber selten in Supermärkten. Und der hat kein Salz und kein Zucker und hat nur 5 Gramm Kohlenhydrate auf 100 Gramm. Und er schmeckt richtig gut. Und der kommt jetzt hier rauf. Und I love it. Sorry, aber das ist einfach nur lecker. Yummy. Okay, auch die letzte Mahlzeit ist jetzt verputzt. Ich habe gerade nochmal Formbilder an Marie geschickt. Vielleicht gibt es noch ein paar mehr Carbs. We will see. Ich fühle mich auf jeden Fall noch gar nicht so voll. Ich habe ja vorhin schon im Video gesagt, dass ich heute schon mal Make-up bekomme. Aber heute ist ja ein Tag vor dem Wettkampf. Hä? Ich habe mir im Vorfeld eine Russin gebucht, die wirklich sehr, sehr gut ist, die Haare und Make-up macht. Beziehungsweise die hat auch eine andere Frau noch dabei, die auch die Haare macht. Und die schminken halt auch mal die Profis. Und deswegen habe ich mich so gefreut, dass ich bei ihr einen Spot bekommen habe. Und sie hat mir jetzt vorgestern geschrieben, dass sie um 0.15 Uhr meinen Termin hat. Und ja, im ersten Moment war es natürlich richtig kacke, weil ich mir überlegt habe, okay, scheiße, was mache ich? Wenn ich um 0.15 Uhr mein Make-up habe von Samstag auf Sonntag, dann kann ich ja nicht schlafen. Aber irgendwie habe ich mich jetzt damit abgefunden und wir fahren, also ich werde jetzt, gleich ist es 20 Uhr, ich werde jetzt 2 Stunden schlafen hoffentlich. Und dann stehen wir um ja, 11:30 ungefähr auf, fahren dann dahin. Ich bekomme mein Make-up, meine Haare, werde dann probieren zu schlafen bzw. mein Make-up im Schlaf nicht zu ruinieren und mal schauen, wie das wird. Ja, aber ich bekomme mega schönes Make-up, mega schöne Haare und das wird sich schon irgendwie halten. Deswegen bin ich optimistisch und es ist nicht so schlimm, es ist irgendwie eher witzig, weil es eine Herausforderung mehr gibt und ich bin einfach gespannt, wie es wird. Ich bin gespannt, wie mein Bikini mit der Farbe aussehen wird. Den zeige ich euch dann morgen bzw. dann im nächsten Video und danke euch erstmal jetzt fürs Anschauen dieses Videos. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und mich auf diesem Weg bisher begleitet habt und ich hoffe, ihr seid auch so excited auf das nächste Video, denn das nächste Video wird sich nur um den Wettkampftag drehen. Ja,